So, Seven vs. Wild, die Teilnehmer, die stellt der Fritz in diesem Video hervor. Seven vs. Wild, 7 Tage, 7 Leute und 7 Gegenstände alleine in Schweden. Und ich würde einfach dazu gerne mal meine Prognose abgeben, wie die einzelnen Jungs abschneiden werden, denn Damen sind leider nicht dabei. Es wird spannend. Also, Freunde, schätzt mal, wer ist mit dabei? Wer ist mit dabei? Oder sag ich einfach, ich hau einfach erstmal raus und dann werde ich zu jedem mal ein bisschen was sagen, wo ich glaube, da sind die Schwierigkeiten, da wer kommt wie am besten klar, wer hat welche Skills. Bin mal gespannt, wie seine Ich hoffe, dass die Konstellation so bleibt. Ich werde auch gleich noch sagen, wen ich angefragt habe, wer aber abgesagt hat, Freunde. Also, der Ise nennt sich immer zuerst. Wer ist denn nicht mehr dabei? Fritz Meinecke, meine Wenigkeit. Klar. Ich sag gleich dazu. Nee, kommen wir später zu. Wir sagen erst die Leute. Also, ich bin dabei. Natürlich, Marin ist dabei. Ja, Survival Marin. Verrücktes von allen. Bommel. All Feuerwehrmann und Outdoor. Niklas. Auch Feuerwehrmann und Fabio Jäger. Fabio Schäfer. Ja, Hardcore ist der Mountainbiker, mit dem ich damals die Tour von Hannover, von Köln nach Hannover gemacht habe. Fabio Schäfer ist mit dabei. Chris aka Relodiac ist mit dabei. Mr. Lost Places quasi. Und. Jetzt kommt's. Dave. Der fällt ganz aus dem Dave Raster, aber. Ist ein Kölner YouTuber, der die ganzen Trade-Up-Geschichten macht. Passt da eigentlich überhaupt gar nicht rein, aber ist ein saugeiler Typ, der einfach Biss hat. Fritz Meinecke, Survival Martin, Bommel, Niklas, Fabio Schäfer, Dave. Chris aka Relodiac. Das sind die 7 Kandidaten. Zusätzlich angefragt, aber abgesagt haben Robert Mark Lehmann. Er hat mega Bock drauf, hat aber abgesagt, weil er zeitlich nicht da ist. Ganz wichtig, wir mussten natürlich uns irgendwann für einen Zeitpunkt festlegen. Da ist ja Organisation dahinter. Wir brauchen das Backup-Team, wir brauchen Max und Johannes als Team. Wir müssen uns auch Genehmigung holen. Das heißt, wir mussten sagen, ey, pass auf, hier, der und der Zeitraum. Wir müssen uns jetzt für einen Zeitraum festlegen. Und das dann müssen die Leute anfangen. Klar, ne? Bei so einem Zeitraum kann nicht leider nicht jeder. Ja. So, ja. Robert ist leider, wie gesagt, nicht mit dabei. Vielleicht bei der zweiten Staffel. Mal gucken. Der hat auf jeden Fall mega Bock. Wir haben schon drüber gesprochen. Der findet es auch scheiße, aber er wird wahrscheinlich nicht da sein zu dem Zeitpunkt. Wer auch nicht mit dabei ist, der aber von mir angefragt worden ist, Sascha Huber. Wäre interessant. Gerade die Leute, die so ein bisschen mehr Muskelmasse und Co. haben, denken das, boah, krasser, fitter Typ. Aber 7 Tage dann mit wenig oder, wenn es ganz schlecht läuft, gar nicht zu essen und das Energielevel, was man gewohnt ist, oder Energiezufuhr, wenn die nicht mehr da ist, das könnte ein kleines Down geben. Schade, dass er nicht dabei ist. In dem Zeitraum wohl Geburtstag und keine Zeit, aber er hat auch ein bisschen die Hosen voll. Wir haben ein bisschen gequatscht. Er meinte so, was sich das so zutraut und gleich 7 Tage. Und habe ich gesagt, ey, Sascha, alles gut, völlig okay. Du kannst auch, wenn du willst, einfach probieren. Wir haben ein Backup-Team, du kannst jederzeit rausgeholt werden, wie du willst. Er hat leider abgesagt, wäre auf jeden Fall eine krasse Nummer gewesen. Und weil ich eigentlich unbedingt eine Frau dabei haben wollte, Claudia Darga. Schade, dass sie nicht dabei ist, weil das wäre eine Frau, die mit im Team ist. Oder mit als Teilnehmerin, sie als Angelexpertin wäre cool oder sehr interessant, weil da natürlich in Schweden Wasser geangelt werden darf ja, da vielleicht echt Vorteile hätte. Und Frauen sind oft psychisch sehr stark oder stärker, als man denkt. Aber sie hat anscheinend auch das Höschen voll. Ja, und zwar die Dame vom Angelcamp, ja, wo ich dachte, ey, na wenn, die ist draußen, die ist im Regen, die ist ständig am Angeln, die kennt sich, die Fischexpertin, die hätte ja gepasst. Aber Höschen ist voll. Das Höschen ist voll, sie traut sich nicht. Ist auch, ey, ne, no hate, kann ich völlig verstehen. Ja, kann ich völlig verstehen. Aber ja, genau. Ja, schreibt mal kurz, wen ihr noch angefragt hättet, wem ihr das wirklich die Leute gleich hier jetzt mal einteilt, realistisch. Gut abschneiden. Wirklich mal reden. Wir reden hier nicht von irgendeinem Kikifax. Wir reden davon, 7 Tage sich aussetzen zu lassen, völligst alleine. Ah, Vanessa hätte man noch fragen können, das ist richtig. Die können wir mal noch vormerken, vielleicht für Staffel 2, wenn sie da Bock drauf hat. Ja. Auf jeden Fall Frauen dazu, indem wir nächstes Mal weiß nicht, ob die noch ein paar Jungs aktiv zeigen, ist. Oder ja, haben wir eigentlich. Ewig nichts mehr gesagt. Benjamin Klausen ist vom Erdboden verschluckt. Ja, Naturensöhne hatte ich auch dran überlegt.
Genau, man hätte auch noch sowas wie Adventure Buddy. Ja, Schei wahrscheinlich. Unge, Leute, Unge ist völliger Quatsch. Als Unge, das ist Quatsch. Knossi ist auch Quatsch, Revi ist auch Quatsch. Genau, natürlich gäbe es noch ein paar. Es gäbe noch sowas wie Paul, PJ Adventure, Naturensöhne, Vanessa Blank und so weiter. Absolut. Also an Kandidaten fände ich es cool, wenn, klar, man kann es einmal machen, man hingeht und nimmt die ganzen Outdoor-Freaks und Bushcraft und Survival-Profis. Aber ansonsten finde ich, macht es ja auch viel aus, wenn man eine bunte Mischung da hat. Wenn man zum Beispiel mal einen Ultra-Sportler nimmt und einen der Gangster-Rapper da draußen zum Beispiel, könnte auch interessant sein, das mal zu sehen, wie die Jungs und Mädels dann da abschneiden. Aber klar, die haben mit dem Thema meist nicht so viel zu tun und könnte peinlich werden. Es ist noch potenziell da und ich sage euch ganz ehrlich, Survival Pete, to marry, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sich einer der Kanäle zugetraut hätte, sagen wir mal, Tomato Leaks, to marry oder Marius. Wir reden halt nicht von mal ein, zwei Tagen, wir reden von 7 Tagen komplett. Ja, Backpacker Wilderness wäre vielleicht noch was gewesen. Genau, aber, Freunde, die Anzahl war begrenzt. 7 Leute, einer davon bin ich. Das heißt, wir hatten nur 6. Thomas Gast wäre auch krass gewesen. Ja, das wäre sehr cool. Aber wenn das Bock macht, wenn das... Thomas Gast wäre cool, um mal so diese militärische Erfahrung zu sehen. Also wie ist jemand dort aufgestellt und benimmt sich, der bei der Fremdenlegion gewesen ist und da mega Gas gegeben hat. So im Vergleich zu denen, die jetzt, ich sag mal, im Zivilen das machen. Wäre, glaube ich, ein guter Kontrast gewesen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Das geil funktioniert, kann ich mir safe eine Staffel 2 vorstellen. Ja? Bitte, was man dann anders macht oder ob man es einfach genauso macht wie vorher oder andere Kulisse, muss man einfach mal gucken. Dezember. Muss man mal gucken. November, Dezember. Aber ich finde die Konstellation generell jetzt ganz spannend. Weil gehen wir nochmal durch. Ja? Ich bin happy mit der Kombi, wäre aber glaube ich auch mit allen anderen happy gewesen. Weil, okay, meine wenig. Wir fangen mal wieder mit dem Esel an. Fritz Meinecke. Ich für mich persönlich glaube, meine größte Schwierigkeit wird die Nahrung. Essen zu besorgen, satt zu werden, das ist mein größte Herausforderung und Schwierigkeit. Die Einschätzung von ihm, ne? Klar, zu sagen, hey, war mit der Erfahrung, er kennt es ja schon, wie ist das, mit wenig oder ganz oder ja, kaum Nahrung auszukommen. Das ist vor allem eine Kopfsache natürlich. Ja? Also ich meine, im Endeffekt kannst du 7 Tage ohne zu essen klarkommen. Nach 3 Tagen spürst du den Hunger nicht mehr. Aber wenn man dich gewohnt ist, immer zu essen, das klopft schon im Kopf mächtig an, wenn man den ganzen Tag durch die Gegend läuft und Brathähnchen im Wald riecht oder da am Wasser, kann dann im Kopf ein bisschen platt machen. Ich glaube, das ist dann weniger wirklich die Nahrung oder Energie dadurch, sondern mehr dieses, boah, ich will was essen, ich habe Hunger, ich habe Kohldampf. Aber faire Einschätzung, eine eigene von ganz klar. Zu sagen, boah, ich habe Hunger. Martin. Jetzt bin ich gespannt. Martin schätze ich persönlich ein, dass er eventuell ein Problem haben könnte mit der Isolation, weil er dann alleine ist. Weil Martin eigentlich nicht so der Typ ist, der gerne alleine ist. Aber ich glaube, dass er skillmäßig so auf schon vieles durch... Ich glaube auch, Martin hat diese 7 Tage vor Augen und er zieht dann einfach durch. So, er sagt jetzt bei Martin natürlich... diese 7 Tage, die Isolation. Und das ist bei so Lehrgängen wie den Combat Survival, der bei der Bundeswehr ist, da bist du auch alleine eine Woche im Wald in so einer Isolationsphase. Und das kickt mehr Leute raus, als dass es zu wenig Essen gibt. Weil die Leute es nicht gewohnt sind, völlig allein zu sein. Mein Tipp, Martin, vielleicht, wenn du das sehen solltest, du bist eh verrückt genug, das machst du easy. Aber beschäftigen, den ganzen Tag beschäftigen. Shelter ausbauen, weiterbauen, angeln, Fallen dürft ihr nicht stellen. Also immer in der Arbeit drin bleiben, damit im Kopf nicht so eine Leere aufkommt und man dann diese Einsamkeit spürt. Das vielleicht so als kleinen Tipp, sich immer beschäftigen. Das hilft, über diese 7 Tage zu kommen. Ansonsten, verrückter Hund, der wird's packen. Er wird vielleicht auch ein bisschen Probleme mit Essen kriegen, aber Martin hat gezeigt, er ist schon klar gekommen mit 14 Tagen ohne Essen. Das Ding hat er schon durchgespielt. Ja. Martin schätzt sich bisher mit am besten ein. Tatsächlich. Bommel. Also krass erstmal, dass Bommel da überhaupt Bock drauf hat, hätte ich gar nicht gedacht. Bommel kann ich ganz schwer einschätzen in so einer Situation, wie das für ihn wird. Oh, ich dachte kurzzeitig im Hintergrund ist ein Hai, Alter. Du sitzt ja zum Glück am Ufer. Bei Bommel habe ich keine Ahnung, was könnten die Probleme von Bommel sein. Ich weiß es nicht.
Bommel ist Feuerwehrmann, wenn ich so richtig liege. So, Feuerwehrmänner sehen ja oft viele Dinge, die auch gar nicht so einfach zu verkraften sind oder haben psychisch anforderungsvolle Situationen zu meistern. Deswegen glaube ich, vom Kopf her wird er da safe sein. Größter Knackpunkt kann echt die Einsamkeit oder wirklich das Essen sein. Weil gegen die anderen Sachen kann man sich immer irgendwie, selbst wenn man recht wenig Ahnung hat von draußen, was Wasserdichtes kriegst du gebaut und eine winddichte Unterkunft, kriegst du mit allem, was du da draußen findest, eigentlich hin, gerade im Sommer. Ich denke, ja, der wird mindset-technisch oder psychisch schon gewappnet sein, das durchzurocken. Aber wir werden sehen. Aber als Feuerwehrmann denke ich mal gar nicht so schlecht die Karten. Ich kann Bommel null einschätzen in so einer Situation, wo es wirklich so um Survival, um Shelterbau, um keine Ahnung, sowas. Auch, ich war mit Bommel ja noch nie so richtig krass Bushcraft. So, wir haben immer so Touren gemacht und Trekking, dies, das. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Niklas wird, glaube ich, seine Jagdskills, wenn er noch nicht viel hat im Vergleich zu lang erfahrenen Jägern, aber von den Leuten, die wahrscheinlich jetzt mit dabei sind, hat er die meisten Skills, was das Thema Jagd angeht. Jagdschein ist nicht schlecht. Ich habe selber einen Jagdschein, seitdem ich 16 bin. Da habe ich den damals gemacht als Jugendjagdschein. Und du lernst natürlich viel über die Natur und bist auch eh gewohnt, bei Wind und Wetter draußen zu sein und wirklich bei schlechtesten Bedingungen quasi lange im Wald oder draußen zu verbringen. Hilft meiner Meinung nach auf jeden Fall weiter. Erkennt zumindest mal dann einige Tier- und Pflanzenarten, vielleicht auch noch Pilze und Co., die man essen kann. Da ist uns ein kleiner Tipp, wenn man nicht weiß, ob man essen kann, einmal kurz dran lecken. Viertelstunde warten, halbe Stunde, wenn nichts passiert, kleines Stückchen essen, wieder warten, wenn nichts passiert, kannst auch den Pilz essen. Aber das dürfte ihm weiterhelfen. Jetzt kommt ja auch Feuerwehrmann und deswegen dürfte der das rocken, gerade mit dieser jagdlichen Erfahrung. Ja, ist von Vorteil. Gut, klar, Thema jetzt Säugetierjagd ist nicht, aber vielleicht hat er ein Gespür dafür und ein Empfinden oder kann es auch auf Fische überziehen. Ich weiß es nicht. Niklas hat auch damals den Fisch mit rausgeholt, den Hecht in Schweden. Niklas schätze ich ein. Niklas wird so ein Typ sein, der wird seine Energie schonen und schläft 15 Stunden am Tag. So ein Ding wird das bei Niklas. Wen haben wir noch mit dabei? Fabio Schäfer. Fabio Schäfer, Vegetarier. Ich bin gespannt, okay, wie der mit dem Essen klarkommt, ob er Fisch essen wird oder nicht. Ich lebe jetzt auch seit 8 Wochen. Ja, krass. Ich bin seit 2 Monaten vegetarisch unterwegs. Puh, also Vegetarier das zu machen und Schweden, da kann ja fast nur die Hauptnahrung oder das Versuchen, Nahrung zu bekommen, wirklich Fisch sein. Wenn du das durchziehst, nur vegetarisch, wird das sehr schwer. Und ich glaube, bevor ich da was Falsches esse und irgendwelche Beeren nehme, die dann zu sauer sind und meinen Magen ein bisschen durcheinander bringen und du Durchfall durch den Wald läufst, dann am besten gar nichts essen und nur trinken, bevor du was Falsches isst. Also Vegetarier, puh, Herausforderung auf jeden Fall. Aber ich meine, er ist Biker. Also er wird Schmerz gewohnt sein, tausendmal hingefallen, zig Sachen gebrochen und sich durchbeißen können. Auch gute Chancen, denke ich. Werde aber definitiv in diesen 7 Tagen Fisch essen, wenn ich welchen fange. Also das für diesen Zeitraum werde ich das Ganze quasi ablegen. Bei Fabio weiß ich nicht. Fabio hat da auf jeden Fall mega Bock drauf. Der hat mir auch gesagt, er träumt sein Leben lang von Zombie-Apokalypse, Survival, Überleben, ausgesetzt, dies, das. Der ist richtig heiß. Ich glaube, das ist der Typ von uns 7, der mit am heißesten, Fabio Schäfer, der am heißesten drauf ist. Ich weiß nicht, wie weit so seine Erfahrungen sind, aber ich glaube, er hat auch schon gute Erfahrungen in gewissen Sachen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie Fabio Schäfer sich schlägt. Ein harter Hund, dann ich. Mit dabei Chris Relodiak. Würde ich sagen, schätzt man erstmal als Underdog ein, ist wieder schwierig zu sagen, weil ich glaube, Chris kommt mit sehr, sehr wenig klar. Der haut sich einfach irgendwo hin und der hat auch manchmal dann vielleicht so eine Scheißegal-Einstimmung. So eine Scheißegal-Einstellung, wie er sagt, ne? Gewohnt mit wenig rauszugehen, das kommt am nächsten so bei der Bundeswehr den Scharfschützen. Die haben auch nur das, was sie am Mann haben, sind die Ersten, die rauskriechen und die Letzten, die quasi zurückkommen. Und diese auch so sagen, ist eine Szene im Kopf von einem Scharfschützen bei uns, der dann so in der Pfütze lag und seine Stellung da hatte über einen halben Tag. Und ich so, ja, aber geh doch dabei. Ja, aber irgendwann spürst du das Wasser halt nicht mehr. Also wenn man so eine Scheißegal-Einstellung hat, kann das echt helfen, weil du einfach sagst, ja, okay, es regnet halt. Ja, okay, es ist halt Wind. Und je jünger man ist, könnte auch von Vorteil sein, weil du einfach noch nicht die Schmerzen weißt, was das bedeutet, völlig unterkühlt, Nest und Co. draußen zu sein. Könnte ein Vorteil von ihm sein. Und wenn er gewohnt ist, mit wenig Material rauszugehen, dann ist recht, die Jungs dürfen eh nur 7 Sachen mitnehmen. Der sagt sich, ja, scheiß drauf. Ja? Also wenn ich manchmal sehe, wie der pennt oder mit wie wenig Kram der auskommt, so.
der ist auch oft mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs. Vielleicht ein bisschen mit Bommelsdamm so Underdog-mäßig, aber ich glaube nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Und als letzten Dave. Dave, ne, eigentlich, ja, wie würde man Dave beschreiben? Der macht allmögliche Selbstexperimente, letzte Zeit sehr viel so Trade-Up-Kram. Das hat aber auch diese 24 Stunden Survival-Geschichte da mal gemacht, irgendwie an so einem See mit Angeln, dies, das. Ich glaube, Dave ist sehr, sehr unerfahren, was das angeht. Aber Dave hat Biss. Der hat, glaube ich, auch richtig Bock und der will das hinkriegen. Boah, Dave ist schwer einzuschätzen, ne? Wenn du damit wenig zu tun hast und ich meine, wenn jetzt die Sonne scheint, super warm draußen ist, dann kriegt man das irgendwie hin. Aber wenn so jemand mit wenig Erfahrung auf einmal das Wetter umschlägt, es 10 Grad sind und 50 km/h Wind und du dann wenig Erfahrung hast, wie du dich einfach schützen kannst, könnte das heftig werden von ihm. Aber wenn er ein harter Hund ist und den Biss hat, manchmal schützt er halt einfach auch so eine Unwissenheit, wenn du halt hart genug bist. Bei ihm bin ich mal gespannt, wie er sich schlagen wird, ja. Cooles Setup. Ich bin gespannt, wer davon vielleicht, ich weiß nicht, ob wer abbrechen wird. Vielleicht kommen auch alle 7 Tage. Tippe auf 2 Brechen. Ich weiß es nicht. Ist Essen als Gegenstand dabei? Wir kommen gleich zum Thema Ausrüstung. Kommen wir gleich. Also, das sind die 7 Kandidaten. Ja, natürlich, es gibt noch viele weitere, die da hätten reingepasst. Sei es ein Saki, Vanessa Blanc, Backpacker Wilderness, alle, die auch gerade geschrieben worden sind. Ja, ja, vielleicht haben die dann Bock, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ja, Robert hätte Bock, aber hatte keine Zeit. Ich habe natürlich auch nicht alle angefragt. Ich habe generell, um das vielleicht nochmal zu sagen, weil das für mich das erste Mal ist, überhaupt so ein großes Projekt zu machen, mit vielen, vielen verschiedenen Creatoren zusammen, die ich unter einen Hut bringen muss. Ja, das ist nochmal jetzt wichtig, abschließend zu sagen. Habe ich mich dazu entschieden, Leute zu nehmen, 6 weitere Leute zu nehmen, die ich persönlich kenne. Und alle Gewählten kenne ich persönlich und habe ich einen persönlichen Kontakt dazu. Deswegen ist zum Beispiel auch jetzt keine Vanessa dabei, kein Saki dabei, kein Thomas Gast dabei und so weiter. Die kenne ich natürlich über ihre Videos, hatte vielleicht schon mal ganz kurz irgendwie Kontakt bei Instagram, ein bisschen mit Schreiben, aber ich kenne sie nicht persönlich. Und dadurch, dass das quasi... Kann ich wohl ganz verstehen, ne? Du hast Leute, die du nicht kennst und dann... ist natürlich damit sowas zu planen, so ein riesen Aufwand, der dahinter steckt, mit wahrscheinlich 10 Tagen, weil du musst ja auch erstmal nach Schweden kommen, verlässt du dich auf die, die du halt einfach kennst. So ein Thomas Gast wäre natürlich super, wie gesagt, um so einen militärischen Bereich da mal reinzubringen. Fritz, ich würde an dieser Stelle ein kleines Angebot machen. Ich hoffe, du siehst das Video. Ich finde das Wahnsinn, was du da aufgebaut hast. Richtig cool und ich meine, als ehemaliger Kamerad der Bundeswehr, auch wenn wir uns wahrscheinlich nie beim Weg gelaufen sind, finde ich dich äußerst sympathisch, einfach cool, was du da ja rockst mit dem Ganzen. Wir kennen es noch nicht persönlich. Mein Angebot, wenn du Bock hast auf Fallschirmspringen, und zwar nicht nur Tandem vor irgendwem vorgeknallt zu sein, sondern selber am Fallschirm zu springen, sogenannten One-Jump. Mein bester Kumpel mit oder Kamerad auch von der Bundeswehr, ist Freifallausbilder. 3.500 Sprünge, also alles safe. Der würde dich ausbilden, das dauert nicht lange, sind 1-2 Tage. Kannst du auch wahrscheinlich geil medial aufbereiten und dann hängst du nachher allein am Schirm. Das heißt, wir springen gemeinsam raus aus dem Flugzeug, ich springe mit und du hängst nachher am Schirm, hast ihn am Funkgerät und landest damit. Also Freifall 4000 Meter. Vielleicht können wir uns über diese Schiene kennenlernen. Geht alles auf mich, das Ganze. Also meld dich oder ich probiere mich zu melden. Du bist ja die große Nummer. Und das wäre sehr schön, wenn wir uns persönlich über den Weg laufen würden. Und ich somit vielleicht die Chance hätte, mal bei Teil 2 dabei zu sein. Gern gegen Thomas Gastern, Frankreich gegen Deutschland oder beziehungsweise französische Legion gegen deutsche Fallschirmjäger, um das ein bisschen aufzupeppen. Gern dann auch im Dezember. Aber jetzt erstmal ein geiles Projekt, was du da hast. Ich freue mich mega drauf und bin richtig, richtig gespannt. Also meine Prognose, 2 Mann werden es nicht bis zum Schluss schaffen, aber jeder hat auf seine Art und Weise echt gute Chancen durchzukommen. Wer es nachher schafft, werden wir sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde noch 1-2 andere Reactions machen, weil das Thema einfach so einfach mega cool ist. Und hinterlasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und ansonsten immer her mit Tipps zu diversen Themen. Ich stehe bereit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Otto.